think Star Game is too long name in the Diamond Inc. Folge dem Ruf von Demon Blade, der seinen Durst nach Blut zu stillen sucht. Verfolge das Schicksal all jener, die vom Demon Blade getroffen werden. Oder so ähnlich. Mula Masa, the Demon Blade. Planung und Entwicklung Vanilla Ware. Buch George Kamitani. Musik und Soundeffekte Basiscape Co. LDT. Soundproduzent Hitoshi Sakimoto. Mit wie Ende. Zu viele Namen. So schön kann ich nicht lesen. Leitung George Kamitani. Das hatten wir schon. Und damit herzlich willkommen bei Drücke A. Nein, bei Muramasa The Demon Blade. Das Projekt, das ich auch schon seit einer halben Ewigkeit machen wollte. Und ich merke jetzt gerade, dass mir die Kabel komplett an den Beinen liegen. Und ja, ihr dürft auch loslassen, Kabel. Komm. Ja, schon besser. Warte, den noch hier rum. Darum. So ist besser. Und nein, das Intro gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Und ich werde dieses Spiel 100% durchspielen. Werde ich gleich noch so ein bisschen erklären, was dann 100% sind. Wo ich mal denke, dass es 100% sind. Ich kann euch mal hier eben zeigen, wie lange das ungefähr dauern wird. Spiel fortsetzen, weil mein Charakter, mein Spiel ist so auf 28 Stunden. Eigene Klingen 108. Letztes Mal gespielt 23.03.2012. Das ist schon eine Weile her. Über 2 Jahre. Naja, mal hoffentlich bin ich eingerostet, ne? Fangen wir ein neues Spiel an. Musou oder Shura. Das ist so nach dem Motto leicht oder schwer. Aber ich habe eigentlich schon immer Shura genommen. Hatte auch meistens nicht wirklich die Probleme damit, aber hey. Und dann kann ich mich hier für Momohimes Geschichte oder Kizukus Geschichte entscheiden. Das sind so gesehen die zwei Hauptstränge. Kisuke, oder ja, stimmt, man würde nicht Kisuke, man würde Kisuke im Japanischen sagen. Und Momohime. Ich weiß jetzt nicht, wofür Momo gerade steht, aber Hime heißt Prinzessin, das ist einfach. Ist eine Prinzessin, die man das spielt, und Kisuke ist ein ehemaliger Ninja, und Momohime ist eigentlich nur eine Prinzessin, und der wurde so ein Typ von der Unterwelt, hat sich gedacht, yo, ich habe keinen Bock auf tot sein, ich komme mal wieder und eigne mir jetzt einfach mal den Körper des Vibes an, um da mal ein bisschen mit abzuschnetzeln und so ein Kack. Naja, Japaner wollen halt nicht gerne tot sein. Aber damals habe ich mit Kisuke angefangen und ich würde jetzt aber lieber Momohime nehmen, obwohl ich die Story eigentlich schwerer fand, aber die Hölle von Demon Blade. Einfach mal anfangen, kann er dabei noch erklären. Einführung zur Steuerung, jo. Das weiß ich zwar schon, möchtest du die Einführung beginnen? Nein. Okay, ich kann jetzt noch nicht kämpfen, aber so, hier sieht man zum Beispiel schon eine Screen, hier sieht man schon direkt eine Barriere.
eine rote. Untersuchen. Du bist an eine Barriere gepeilt. Du benötigst eine mächtige Dämonenklinge, um sie zu zerschlagen. Ja. Ja, das steht schon. Also man muss, früher oder später bekommt man hier auch Bosse. Die Bosse hinterlassen Klingen und sobald man diese hat, kann man dann durch bestimmte Barrieren durch. So, Objekte. Hier habe ich Erholungsobjekte. Da steht hier schon. Da kannst du alle Gegenstände verwalten. Bla bla bla. Dann sieht man hier schon. Die geben Lebensflamme, Geist und Sättigung. Lebensflamme ist einfach die Leben, die man hat. Ich habe jetzt, glaube ich, 138 gehabt an Lebensflamme. Geist ist Geist. Man braucht Geist und Seelen, um Schwerter zu craften. Und Geist bekommt man halt durchs Mampfen und Seelen durch Gegner kaputt schnetzeln. Und Sättigung bedeutet, dass wenn ich den jetzt aktivieren würde, würde oben bei mir so ein kleiner Sättigungstimer runterlaufen und erst wenn der wieder bei 0 ist, kann ich wieder was Neues essen. Es gibt auch nachher Heil-Items, die haben keine Sättigung. Aber, ja, die Bambusflasche hat jetzt welche. Da sieht man jetzt die Klingen, die ich habe. Warum jetzt welche rechts, welche links waren, weiß ich nicht mehr. Dann sieht man aber auf jeden Fall schon Angriff, dann geheime Technik, Nebelschnitt, Mondlicht, Sichel. Wirkung steht ja jetzt nicht. Manche später haben wohl irgendwelche Wirkungen, welche weiß ich genau nicht mehr. Und dann steht unten noch erforderlich Stärke und Vitalität. Das kann ich euch gleich auch noch eben zeigen. Zubehör habe ich auch noch nichts, Bücher habe ich auch noch nichts. Kochen kann ich noch nicht. So, Schnellobjektleiste ist jetzt, ja, hier kann ich dann einfach meine, ja, meine Items einlegen, aber da ich momentan halt nur die Bambusflasche habe, bringt das halt nichts. So, hier kann ich jetzt meine Schwerter ausrichten. Man kann 3 Schwerter mitnehmen und eine Ausrüstung, aber Ausrüstung habe ich vorher auch noch nicht. Und wir haben am Anfang 2 Schwerter und ein Langschwert. Ich persönlich werde das Spiel nur mit Kurzschwertern, also mit den Schwertern durchspielen, weil die Langschwerter einfach kacke sind und ich mit den normalen Schwertern einfach viel längere Stunlock-Kombos machen kann, die ich euch noch zeigen kann. Hätte ich eigentlich für ins Tutorial mitgehen können, aber das sind halt einfach Stun-Lock-Kombos, also dass man permanent auf Gegner einhauen kann und die in der Zeit nichts machen können. Und mit der, naja, mit der, ja, die aktuelle Fähigkeit, bla bla bla. Und mit den langen Schwertern kriege ich das halt nicht hin. Hier sieht man jetzt auch Stärke, Seelen, Vitalität, Geist, EP. Jetzt wird da auch rechts Schranken angezeigt. Wenn ich jetzt die Bosse plätten würde, würden da jetzt dann, ich glaube, Schwerter oder irgendwas auftauchen, aber dass man auf jeden Fall sehen kann, welche farbigen Barrieren man schon zerstören kann. Kann man natürlich auch natürlich Schwerter sehen, Fertigkeiten und vielleicht noch Wirkung. Weil manche Schwerter haben einfach so noch Wirkung. So, hier könnte ich jetzt weg. Audio, natürlich. Hier können wir noch ein bisschen in Einstellungen rumspielen. Und den Rest werde ich euch noch so zeigen. So, man kann jetzt hier sehen, ich habe mein Schwert da Kurzschwert mit Nebelschnitt. Mit L kann ich jetzt zwischen Schwertern hin und her wechseln. Habe hier Schwert. Man sieht auch, wie sich der Griff ändert. Und wenn man das jetzt im Kampf macht, während das noch leuchtet, macht man so einen netten AOE-Angriff. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem. Man kann auch noch so gleiten. Wir gehen jetzt mal weiter. Gleich. Ach, genau hier. Sieht man auch Seelen. Genau. Durch die Seelen, die bekommt man halt entweder von Gegnern, die kaputt schnetzeln, oder von. Oder die liegen einfach so rum. Damit kann man die Energie der Schwerter auffüllen, weil wenn man mit den Schwertern die Fähigkeiten einsetzt oder blockt, geht diese Anzeige darunter. Wenn die Anzeige kaputt ist, bricht das Schwert und man es macht nur noch Hälfte Schaden oder man wechselt das Schwert und wenn es in der Scheide ist, ja, das sagt man, sagt Scheide, Schwertscheide, lädt es sich wieder auf und man kann jetzt auch noch sehen, dass um die anderen beiden Schwerter so ein Viereck, so ein Viereck ist, so schräg gestellt. Und das wäre dann leer, beziehungsweise nicht voll und das würde sich dann langsam aufladen und wenn es wieder voll ist, wäre das Schwert wieder ganz. So. Unten rechts ist übrigens mein Geld und unten links sind irgendwelche Gegenstände. Und man sieht schon, oben rechts sind die Items, die ich ausgewählt habe. Oben links, Leben, Level, alles ganz basic und jetzt kann ich hier kämpfen. Jetzt kann ich auch eben sehen, wenn ich hier L drücke, dann kann ich jetzt werfen. So. Jetzt kann ich euch mal eben auf das Langschwert wechseln, damit ich euch zeigen, warum ich das Ding hasse. Weil es einfach... Ui, einfach
weil es einfach verdammt langsam ist. Und es in der Luft auch einfach nichts machen kann. So, jetzt wechsle ich ihn auf Kurzschwert. Das geht schon alles viel schneller. Zack, zack, zack. Hab jetzt deswegen auch schon eine Menge Leben verloren, aber gewonnen. Man sieht meine Zeit, EP, Gold, keine Belohnung. Ist eigentlich schnurzpiep egal, aber man sieht es, mein Schwert ist nicht mehr voll aufgeladen. Deswegen kann man das jetzt einfach wegstecken und man sieht schon, es blüht sich ganz schnell wieder auf. Ja. Ah, genau. Und jetzt sieht man auf dem Bild, ist so ein komisches Symbol da. Da hat sich jetzt gerade auch mein, AOE-Angriff wieder aufgeladen. Dadurch wird jetzt angezeigt, dass es natürlich da blinkt. Und dieses komische Symbol, was ihr da gerade auf der Karte seht, bedeutet, hier ist irgendwo ein Gegenstand auf der Karte. Zum Beispiel hier. Schatz. Ja. Ja, ja. Einfach A drücken. Heilpille erlangt. Kann ich jetzt eigentlich direkt... Ach, nicht Ausrüstung. Schnellobjektleiste kann ich hier... Ach, wird sogar direkt aufgeladen. Halt jetzt 50 und gibt 10 Geist. Aber hat jetzt auch keine Cooldowns. Das heißt, die könnte ich jetzt... wenn ich davon maximal kann es davon 9 haben. Wenn ich 9 davon hätte, könnte ich die einfach alle hintereinander reinhauen. Hier befindet sich auch wieder ein Item. Hätte vielleicht doch das Tutorial machen können. Hey, eine Bambusflasche. Und hoch und rechts, links, rechts. Und das wäre dann... Zack, zack, zack. Ich könnte jetzt noch immer, obwohl die Gegner eigentlich schon tot sind, kann man immer noch weiter auf die draufkloppen. Bekommt man halt irgendwie ein bisschen mehr Seelen oder so. Aber man hat schon gesehen, wenn ich blocke, das macht man auch, indem man den Angriffsknopf A gedrückt hält, dann kostet das auch, naja, Energie vom Schwert. Und das wäre jetzt ja nicht so cool. Was kann man sonst noch machen halt? Ganzen Angriffskombos, der ist ja doof. Ich habe das Tutorial übersprungen, das wäre sonst aber zu doof gewesen. Man sieht das nicht. Man kann jetzt noch mit Z hier so ein bisschen die Karte umschalten. Da sieht man wenigstens noch, wo man hin muss. Und mit unten knie ich mich hin. Mit unten, wenn ich jetzt im Kampf wäre, könnte ich mit unten zur Seite noch Rollen machen. Oder unten A drücken, dann macht man so eine nette Schwertpose und kann damit auch noch angreifen. Versuche ich gleich mal den Move zu zeigen. Rollen. Wenn ich jetzt unten A drücke, hält ihr das Schwert so komisch. Und wenn ich dann zur Seite losliste, macht die diesen Angriff. Aber halt diese Combo. Wenn ich die irgendwann nochmal wieder besser hinkriege, dann schaffe ich es auch, diese Combo aneinander zu rein. Zack, zack, zack. Dann so wieder runter. Und dann kann ich den Gegner auch wieder in die Luft schlagen und die ganze Combo nochmal wiederholen. Das ist so ziemlich die längste Combo, die ich kenne. Und ich halte mein Schwert auch immer so hin, dass ich, sobald ich im Kampf bin, einmal L drücke, dann wieder auf meinem stärksten Schwert drin, Schwert bin und diesen komischen, AOE-Angriff machen kann, wenn er dann gleich, wieder ready ist. Hier hat man jetzt auch gesehen, ich bin in ein nettes Haus reingegangen und habe noch ein Item mitgenommen. Wäre schön, wenn der Move sich jetzt auch gleich wieder auflädt. Oder auch nicht. Ah. Jetzt habe ich mal einen. Moment, zack. Zack, in die Luft schlagen und nochmal die gleiche Kacke wiederholen. Jo. Ich habe noch gerade gesehen, ich war fast tot. Wollte dann nochmal ein paar Moves zeigen, aber hey. Jetzt habe ich auf das falsche Schwert gewechselt gehabt. Zack, zack, zack. Achso, ja. Das sind Rückzugstreiche, die ich hier gerade habe. Die ich machen kann, wenn ich A gedrückt halte. Falls die einen überhaupt ein im Menü erklärt werden. Auf jeden Fall sind das die Samurai-Gegner, die können auch blocken, aber genauso wie bei mir können deren Schwerter auch kaputt gehen. Ja, genau, und was ich gerade auch gemacht habe, war mein spezieller Schwert-Move. Den sollte man sich generell auch immer noch angucken, weil manche Schwerter haben einfach einen richtig sicken Move, manche halt nicht. Kann ich jetzt auch gleich mal einen machen, mit Absicht. So. Man sieht auch gerade... So, jetzt nochmal den hier. Der Move hat Nebelschnitt. Das ist... Auf die andere Seite gehen und mal draufhauen. Und mein stärkstes Schwert hat...
einen schnellen Schlag nach oben. Kostet aber, wie gesagt, Seelenenergie von dem Schwert. Thunder-Combo. Noch üben. Die muss ich noch üben. Ja, genau, man sieht es auch, mein Level ist jetzt schon zu, ich würde sagen, 80% voll. Also ich kriege jetzt doch bald ein Level ab. Habe ich mehr Stärke und Vitalität. Und dann kann ich auch irgendwann halt bessere Schwerter tragen. Puh, sehr viele Erklärungen. Das Spiel ist, man sieht eigentlich schon, ziemlich recht schön, wenn man auf diesen Anime Comic-Look, wie auch immer man nennen will, steht. Ich persönlich mag den. Krallen mir noch die ganzen Items. Hopp, hopp, hopp. Ich weiß nicht, wer von euch mit der mit einem GameCube-Controller vertraut ist. Wahrscheinlich die meisten von euch. Das D-Pad kann man auch noch zur Steuerung nehmen. Und der C-Stick ist eigentlich so ziemlich nutzlos. B wird, glaube ich, auch überhaupt nicht benutzt. Y ist für Spezialangriff, ja stimmt, X war Angriff, R war Item wechseln, L war Schwert wechseln, Start, Z ist Karte ändern. Sieht man schon, im nächsten Gebiet muss ich schon hin, höchstwahrscheinlich Boss oder so. Und zack. Und zack. Das ist auch futsch. Hey! Levelaufstieg! So, und jetzt müsste ich mal eben gucken. Jetzt müsste man nämlich schon sehen, ich habe jetzt 3 Stärke und 4 Vitalität, habe also 1 Vitalität mehr bekommen. Braucht man halt nachher, um Schwerter zu tragen. Und man sieht jetzt schon auf der Karte, sieht man diesen komischen Schrein. Der heißt zum einen Kontrollpunkt. Kann ich hier schon speichern. Und ich nehme einfach mal den ersten. Jo, fortsetzen. Man sieht schon, ich habe gerade mal 3 Schwerter und ich habe nachher 108. Und Bossgebiet. So, zweimal im Schwert wechseln. Jetzt warten wir eben, bis meine Fähigkeit wenigstens, obwohl brauchen wir gar nicht, auf in den Boss. Denn das Spiel hat eine nette Eigenschaft. Wenn man nämlich das erste Mal jetzt im neuen Gebiet ist. Also erstmal, ich lasse den Text mal, ich lasse die japanische Stimme mal durch, weil ich die echt schön finde. Und was auch mal nett ist, man, wenn man das erste Mal gegen den Boss kämpfen möchte, wird man am Anfang einfach nochmal in das Bossgebiet gestellt und man kann einfach nochmal mit den ganzen Leuten reden. Fragt mich nicht warum, aber okay. Ich wette, die ganze Vorgeschichte ist auch bestimmt irgendwo in der Anleitung drin oder auf der Rückseite der Verpackung, aber hey, wen juckt das? Da, sprich mit anderen Charakteren, die auf deinem Weg triffst, um Informationen zu sammeln. Hallo, Monk. Jinkala. Ono kekkai wa kuni juu ni harare. Mohaya doko e mo yuken. Akunyaku mudou no bachi atari. Jinkolo ist halt der komische Geist, der jetzt von dem Körper Besitz ergriffen hat. Beziehungsweise irgendwie da rein kann und dann Besitz ergreifen kann. Nicht immer ist er da drin. Oder so. Aber man sieht schon, typisch Anime-Style, das Gesicht von dem Typen ist so groß wie so eine komplette Brust. Jetzt, hä? Ich bin Momohime. Er sagt jetzt auch, dass wohl Jinkoros Seele aus meinem Körper gewichen ist. Das ist eigentlich nur so ziemlich jedes Mal, wenn man in einem Vorbossgebiet ist, dass die Seele dann nicht mehr im Körper ist. Und hier ist die Seele.
Und ja, der ist normalerweise in dem Körper von der drin. Fragt mich nicht, warum ausgerechnet ihr Körper oder so. Und wenn man jetzt mit bestimmten Personen oder allen geredet hat, kann man jetzt fortfahren und gegen den Boss kämpfen.